Ja, hallo liebe Leute und willkommen zu einer kleinen, ja, ich würde sagen Sonderausgabe hier auf meinem Kanal. Denn ich habe heute Post bekommen von IP Internationale Presse. Und ich dachte, es ist ganz lustig, wenn ich euch an dem Inhalt, der hier drin ist, einfach mal dran teilnehmen lasse. Denn es ist ganz interessant, ich habe Post bekommen von IP. Das ist ja der Verlag, der Lieferant, nenne ich es mal, der die Bismarck und auch andere Sammelserien von Hachette Collections ausliefert und die Abos der Kunden verwaltet. Und ich habe aber gar kein Abo laufen. Deswegen, warum habe ich ein Paket? Das ist natürlich die große Frage. Ich muss zugeben, ich weiß, was drin ist in dem Paket. Und ich dachte, gerade weil ich weiß, dass was hier drin ist, ist es noch umso lustiger, was die Reaktionen auf den Inhalt gleich sein werden. Denn es gibt auch von der Bismarck, von der Metall Bismarck, eine Facebook-Gruppe. Ich verlinke euch mal den Link mit in der Beschreibung. Und wenn dort einige Leute gleich sehen, was hier drin ist, würden sie mich entweder für verrückt erklären oder zumindest die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wie kann der nur sowas bestellen? Das ist doch unglaublich. Ja, deswegen bin ich sehr gespannt, was da für eine Reaktion kommen wird. Ja, wie gesagt, ich weiß, was drin ist. Es geht auch um die Bismarck. Allerdings ist keine Ausgabe drin. Heute haben wir den 9.4. Auf die nächste warten wir noch ein bisschen. Die nächste kommt morgen. Ja, was könnte es denn sonst sein, außer eine neue Ausgabe? Ja, das werden wir gleich sehen. Und zwar mache ich das gute Stück einmal auf. Frisch verpackt, gerade frisch angekommen. Ist auch relativ schwer, das Ganze. Mit dem Versandlabel stand 7 Kilo, aber das sind beim besten Willen nicht 7 Kilo. So, und dann schauen wir da mal rein in das gute Stück. Und gut, eine kleine Rechnung. Ja, Lieferschein, okay. Den brauche ich jetzt nicht weiter. Ja, in diesem guten Stück Paket befindet sich der Ordner zu unserer Serie der Bismarck. Ja, auch wie zu jeder anderen Serie gibt es immer so einen schönen Sammelordner mit bei und auch bei der Bismarck dementsprechend. Und ja, der ist hier noch komplett eingepackt. Das Design ist natürlich hier komplett zu sehen, wie auch die einzelnen Ausgaben designt sind. Und hier unten haben wir noch interessanterweise so ein kleines weißes Feld. Dort können wir dann die ganzen Ordner mit nummerieren. Auch nicht schlecht. Und ja, den machen wir gleich auf jeden Fall auf, denn der hat eine ganz interessante Mechanik mit drin. Aber warum kriege ich denn so ein Riesenpaket für so einen dünnen Ordner? Ja, ich dachte, ich mache einfach mal Nägel mit Köpfen. Und bevor ich alle paar Wochen oder Monate bei meinem Zeitschriftenhändler nachfragen muss oder hoffen muss, dass da noch ein neuer Ordner drin liegt, wenn der aktuelle voll ist, oder bevor ich dann bei IP immer einzeln nachfrage, dachte ich mir, ich hake das ganze Thema gleich auf Anhieb ab und ich habe deswegen nicht nur einen Ordner bestellt, sondern ein paar mehr, und zwar Nummer 2, Nummer 3, 4, 5, 6 und die Glückszahl Nummer 7. Ja, das einmal weg. Ja, wie ihr sehen könnt, 7 Ordner von der Bismarck habe ich mir gleich geordert, denn ich habe mich vorher informiert, in die Ordner passen jeweils 20 Ausgaben. Und da die ganze Serie aus 140 Ausgaben besteht, dachte ich mir, ich hake das Thema einfach ab und bestelle gleich 7 Stück auf einmal. Dann habe ich das Thema schon für mich durch. Ja, 6 davon werde ich noch geschlossen lassen, bis sie dann zum Einsatz kommen. Aber einen werde ich gleich nochmal eben aufmachen und dann auch mit Inhalt schon befüllen. Und ja, den werde ich euch gleich nochmal im Detail präsentieren. Ja, so sieht der Ordner an sich aus. Einmal ausgepackt das Ganze. Das muss ich noch zusammenbauen, aber das ist kein größeres Problem. Und zwar sind hier so kleine
ja, ich nenne es mal Plastikzapfen mit drin, die hier unten und einmal hier oben eingesetzt werden. Und da werden dann die einzelnen Hefte mit eingespannt. Das ist auch etwas, was viele nicht so toll finden, denn bei der Bismarck ist es so, dass die einzelnen Ausgaben ja komplett, ich nenne es mal gebunden oder zumindest zusammengetackert wie ein normales Heft eben sind. Und bei anderen Sammelreihen von Hachette, wie die erste Version der Bismarck oder was weiß ich, U96 habe ich gebaut, da war das genauso. Die Scharnhorst läuft momentan, die Prinz Eugen und so weiter. Da waren das die Ausgaben einzelne Seiten, die schon gelocht waren und mit so einem kleinen Kleberand verbunden, die man also auseinanderreißen konnte, die einzelnen Seiten, und dann entsprechend ablegen konnte. Der Ordner war da so ein Ringordner, da konnte man die Seiten einfach reinlegen. Und es gab noch so Trennblätter, wo man die einzelnen Bereiche, Rubriken ablegen konnte. Das war da möglich, bei der Bismarck eben nicht. Da gibt es eben die festen Ausgaben und die können wir nacheinander eben ablegen. Und das ist etwas, was nicht allen so viel gefällt, zumindest weil es auch dünnes Plastik ist. Aber ich persönlich finde den jetzt nicht verkehrt und ich dachte mir, ich habe mir persönlich auch schon vorher gesagt, wenn ich die Serie schon starte, das habe ich auch schon bei U96 gemacht und bei der ersten Bismarck, habe ich das so gemacht, den Ordner hole ich mir immer mit dazu, um die entsprechenden Hefte abzulegen. Egal, jetzt sag mir, wie viel der kostet. Der hier kostet jetzt, wo ich gerade bei Kosten bin, 7,95 € pro. Das ist natürlich auch nicht gerade wenig, gerade wenn ich mir sieben Stück auf einmal kauft. Aber dann habe ich, wie gesagt, das Thema für mich durch. Ich habe gerade gesehen, dass da noch so ein kleiner Klebezettel mit drin ist, mit Nummern. 1, 2, 3, 4. Das ist schön und gut, dann kann ich zumindest die ersten 4 Ordner durchnummerieren. Was ich dann mit den Ordnern 5, 6 und 7 mache, ja, da muss ich dann noch überlegen. Ich denke mal, das werde ich mir handschriftlich draufschreiben. Das fällt jetzt auch nicht großartig auf. Aber ja, da hätte man vielleicht dran denken können, auch ein paar mehr mit reinzulegen, weil es gibt, man braucht ja mehr als 4 Ordner für die ganze Serie. Na gut, wie dem auch sei. Ja, das wollte ich euch einmal kurz zeigen. Der offizielle Ordner zur Reihe der Bismarck. Und ja, das soll es auch schon gewesen sein in diesem kleinen Video. Nächste Woche, beziehungsweise nächste Woche sei schon morgen, zumindest offiziell, laut Datum, morgen geht es weiter mit der nächsten regulären Ausgabe 13. Dann wartet unsere Bismarck schon auf neue Bauteile. Ob ich es auch direkt morgen schaffe, ein Video zu machen, weiß ich nicht. Ich bin momentan auch stark auf Arbeit eingespannt. Ich werde es aber versuchen, so schnell es geht. Und ich denke mal, spätestens zum Wochenende sollte es soweit sein. Und dann gibt es die Ausgabe 13. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann bei unserer nächsten Ausgabe Nummer 13 von der Bismarck wieder. Bis dann.